Wir spielen ein bisschen Graveyard Keeper. 34,1 Tage. 5 Leichen. Und 5, ja, weiß ich nicht. Eine Wertung von 5 für unseren Graveyard. Warte mal, ich muss es mal einmal umstellen hier. Bam, 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 bam. Wo ist denn das hier? Darwin Graveyard Keeper, so, da haben wir es. So, schwupsen. Ja, ich habe mich leider ein bisschen gespoilert, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn ich habe leider auch gesehen, wie man an bestimmte Orte oder an einen bestimmten Ort kommt, den wir jetzt so eigentlich nicht erreichen können. Das würde ich ganz gerne einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Das machen wir einmal ganz fix, würde ich sagen. Sollten wir mal kurz mal ein bisschen leiser machen. So. So, wir brauchen auf alle Fälle, wir brauchen auf jeden Fall Karotten. Was für einen Tag haben wir? Wir haben diesen Frauentag, hätte ich fast gesagt. Ne, Moment, den Frauentag haben wir nicht, der ist ja oben. Wir müssten jetzt eigentlich zu dem Inquisitor gehen. Zu dem Großinquisitor. Vielleicht kriegen wir von dem gleich eine Mission. Hatten wir von dem nicht eine Mission? Ja, von dem hatten wir doch eine Mission gekriegt. Von dem hatten wir doch eine Mission. Da bringen 20 Brennholz ja uns 10 Flugblätter, meine ich doch. So, da haben wir noch mal kurz den Überblick verschaffen. Rüben zum Testen. Gib ihm 20 Karotten, 12 Kohlköpfe und 12 Rüben. Die müssen wir eigentlich auch noch mal anpflanzen. Holzfäller, bringe eine Eisenaxt. Stempel brauchen wir dann auch noch. Leuchtwurm mit den 6 Motten. 4 silberne Fischfilets, einmal Papier und einmal Tinte. Jorik ist eigentlich außen vor. So, können wir noch irgendwas forschen? Da können wir erstmal nichts machen. Da können wir nichts machen. Der Mohorst, schönen guten Tag. Verbesserung, Blaupause, Beet mit Stäben. Das könnte man natürlich tatsächlich mal machen. Herstellen, Gebet für Ranken und Wurzeln. Ja, okay. Umpflanzen haben wir auch noch nicht gemacht. Meistersammler. Können wir sonst gleich hier mal ein bisschen weitermachen. Bergbau haben wir auch schon gemacht, aber noch nichts gemacht. Da können wir noch nichts, da können wir auch noch nicht ran. Futter haben wir auch nicht, okay. So, ich will mal eine Sache ausprobieren. Eine kurze Sache. Da müsst ihr gleich mal weggucken. Es könnte sein, dass ich euch gleich spoiler, falls ihr es mal selber entdecken wollt. Aber ich will eine Sache ausprobieren. Es gibt nämlich so einen kleinen geheimen Ausgang. So geheim ist er ja eigentlich gar nicht. Nämlich hier vorne, da. So, ob wir da in den Keller kommen. Eintreten. Ja, von der anderen Seite geschlossen. Ah, siehste, ja, klar. Okay, gut. Okay. So, ich probe muss sowieso mal einmal zum Schmied. So, einmal zum Schmied. Nicht jetzt, wie, was? Hä? Wieso nicht jetzt? Was? Hä? Na gut. Frage ihn nach mit. Weißt du, ich arbeite selbst auch nicht gern mit Metall. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, in dem du den Fluss überquert hast. Ja, mal kurz mal wieder ein bisschen leiser machen. Leiser, nicht lauter. So, im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nach dem... Okay. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Du hast eine Technologie freigeschaltet. Blaupause, Ofen, herstellen Eisenbarren. Ein Stück rohes Eisen als Barren geformt. Sammeln Sumpfeisen. Eisenerz kann aus kleinen Ablagerungen auf sumpfigen Boden gesammelt werden. Okay, was können wir noch kaufen? Wir können ja nochmal vielleicht mal ein, zwei Sachen kaufen. Oder auch nicht. Das ist mir alles zu teuer. Hier können wir auch nichts weiter. Schleifstein, Metall oder beziehungsweise Eisen. Nö. Gehen wir noch mal kurz in die Taverne. Das hier eigentlich. So.
Oh, da komme ich damit. Problem ist nur, dass ich mir jetzt nichts weiter kaufen kann, glaube ich, weil die anderen sind alle schon pennen. Was bist du denn hier? Ist das nur für eine Tante? Achso, mein Ehemann. Achso, das war die Ehefrau, alles klar. Rezept Fisch Delikatessen. Rezept lecker und gesund, aber teuer. Aber teuer, können wir uns alles gar nicht leisten hier. Eieieiei. Okay. So, wir müssen eigentlich mal nach unten. Aber ich glaube, der Bauer, der ist schon Feierabend gegangen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch was von ihm kaufen können. Können wir hier eigentlich durch? Ach, wir können auch durchlatschen. Ich laufe jedes Mal den Weg. Er ist noch da. So, handeln. Wir brauchen Karotten. Wut. Nein, wir brauchen ein paar Karotten. Vielleicht erstmal 5 Stück oder so, dann können wir die erstmal anpflanzen. Und wir brauchen Ernteabfall, natürlich nicht Rübensamen. Dafür machen wir auch nochmal 5 Stück. Was wollen wir noch haben? Rübe. Rübensamen, Rüben. Kohl. Kohlsamen, da die brauchen wir auch noch. Haben natürlich Minus, das war klar. Sag mal 2 vielleicht. Rübensamen, Weizensamen, Karottensamen, davon nehmen wir vielleicht nochmal 2. Oh, oder 3, ist ja wurscht. Nochmal 2. Oder 3. So, nehmen wir jetzt mal alles mit. Warum Karotten? Karotten brauche ich nachher, die muss ich auch für eine Quest anpflanzen. Ich glaube, haben wir hier irgendwo. 12 Karotten, 12 Kohlköpfe und 12 Rüben. Deswegen baue ich das einmal an für den Kaufmann. Und ich meine, wir brauchen nachher später auch so nochmal Karotten. Also wir brauchen das Zeug sowieso. So, dann können wir nach Hause düsen. Ach, jetzt gehe ich natürlich da lang. Die kümmere ich auch gleich mal noch ein bisschen. Können wir nicht. So, der nächste Tag ist auf jeden Fall unser Tinte- und Papiertag. Aber wir haben ja kaum noch was. Oh, das könnte uns zum Verhängnis werden. Weil ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr genug Geld für Papier und für Tinte. Das wäre natürlich jetzt wieder mal heiß. Das könnte uns echt zum Verhängnis werden. Was können wir hier eigentlich machen? Reparaturwerkzeug, nö. Nö, das brauchen wir nicht. So, ach nee, das müssen wir hier bauen. Eisenerzlagerofen, das brauchen wir da noch für. Da brauchen wir noch Eisenstücke für. Eisenstücke. Müssen wir natürlich Eisenstücke noch kaufen. Stein brauchen wir auch noch ein bisschen. Ja, sonst holen wir uns mal gleich ein bisschen Stein. Wie viel Energie haben wir noch? Massig. Holen wir uns erstmal ein bisschen Stein. Schon mal ein bisschen Eisenerz hier oben. Halt im Sumpf. Und es wird schon wieder hell. Oh,
Oh Mann. Hol dich weg, du bist im Weg. Hier können wir nichts machen, ist auch witzig. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wie können wir uns. Weil wir haben ja kaum noch was so. Wir haben ja auch nichts zum Verkaufen oder sowas. Oder können wir was verkaufen? Ja gut, Fleisch können wir verkaufen, aber es bringt uns jetzt momentan natürlich nichts. Können wir das verkaufen? Können wir auch nicht verkaufen, ne? Glaube ich, Fleisch. Wir können es mal ausprobieren. Obwohl, ich wollte mir eigentlich daraus lieber einen Burger machen. Aufschnitt, Ruhe, Aufschnitt, Burger. Dafür brauchen wir noch zweimal Fleisch und Zwiebeln. Zwiebeln braucht man. Zwiebeln, genau, das war die Krux. Dafür brauchen wir noch, für Beerensaft brauchen wir auch noch Äpfel. Können wir noch was vertickern oder sowas? Was haben wir hier? Die können wir gleich mal einpflanzen sonst. Bestattungsurkunde, die können wir verkaufen. Vielleicht reicht das gerade. Bestattungsurkunde. Wir brauchen endlich mal diese Feder. Beziehungsweise Papier und Tinte. Papier und Tinte brauchen wir. Nicht, dass wir wieder den falschen Mist kaufen. Stift, ja, genau die falschen Sachen. Genau die falschen Sachen gekauft. Feder. So, das können wir mal alles rüberpacken. Achso, warte mal, das war mal ein Tipp. Ich kann ja auch alles einfach rüberschieben. Das geht nicht mit Shift. Warte mal. Vielleicht. Ach doch, mit Shift geht das. Und den Schmodder nämlich gleich hier reinschmeißen. Das nehmen wir gleich mit. Was ist das hier noch? Karottensamen, Weizensamen. Weizensamen können wir hier nochmal reinschmeißen. Obwohl, Weizensamen können wir auch mal wieder mit anpflanzen. So, da haben wir noch das. Okay. Ob hier noch irgendwas los ist. Hier war ja auch alles gut soweit, ne? Hier haben wir Wertung 5. Ja, Wertung 5. Feuerbestattungsort. So, ich will hoffen, dass wir jetzt endlich Tinte und Papier bekommen. Es ist doch Tinte und Papier, ne? Ist doch bitte Tinte und Papier. Bitte sagt mir, dass du Tinte und Papier brauchst. Tinte und Papier. Wo ist er denn? NPC ist Gary. Inquisitor, Brennholz, Kaufmann, Frau Anmut, Esel. Da. Zehnmal Papier, einmal Tinte. Zehnmal Papier, einmal Tinte. Dumm, 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 dumm. Oh, da kommt eine Leiche. Kriegen wir die noch unter die Erde? Weil dann können wir noch die Bestattungsurkunde noch mitnehmen. Oh, komm ran, Esel. Keine Zeit. Komm ran, Esel. Keine Zeit. Nein, lass die Leiche hier. So, ach, was können wir jetzt da alles Schönes raus? Blut kriegen wir raus, Fleisch kriegen wir raus. Wir nehmen uns mal Fleisch. Fleisch entfernen. Wir müssen uns echt beeilen gleich. So. Leiche nehmen. Zack. Mal schnell verbuddeln den Kram. Nein. Nein. Es wird schon wieder dunkel. Oh, ich sehe schon wieder. Es wird schon wieder nix. Oh, scheiße. Hätte ich mal doch gehen sollen, ey.
Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir wieder mal nicht schaffen, weil ich wieder so ein schlauer Mensch bin. So. Dann sind wir wieder auf 4 runter. Das ist natürlich auch... Das können wir aber auch nicht machen. Wir können hier nicht auf 4 runter. Oh Mann. Wir können hier nicht auf 4 runter, weil sonst haben wir nachher gleich wieder am nächsten Tag ein Problem mit diesem Pastor da. Ach Mann. Gut, dann warten wir nochmal wieder eine Woche. Mann. Dauert auch alles. So, dann holen wir uns mal nochmal ein Holzkreuz. Hatten wir... Haben wir noch was dabei? Ich glaube nicht, ne? 2 davon. So, wir brauchen Holzkreuz und wir brauchen Planken dafür und dafür brauchen wir noch Nägel. Kameraden. Ach, jetzt sind wir wieder. Hoffentlich kriegen wir das wenigstens mit der Kirche fertig. Dass wir wenigstens das noch gebacken kriegen. So, steh auf, mein Freund. Machen. Mal schnell ein Holzkreuz noch fertig machen. So. Das sollte eigentlich reichen. 1 oder 2 Punkte werden wir da wo rausziehen können. Es steht natürlich schon da, der Baggerloot. Okay. Dum-dum-dum-dum-dum. Mal eben ein Beet fertig machen. So. Grabstein. Wie reicht das wieder von der Zeit? Zack, und sind wir auf 6. Sehr gut. Wunderbar. Zack, und wir sind immer noch auf 6. Sehr schön. Und mein Freund. Ich habe den Friedhof in Ordnung gebracht. Der Razor ist da. Einen schönen guten Tag. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Wärter dieses heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf deine erste Predigt vor. Predigt? Was für eine Ehre. Na toll. Also stellst dich einfach an die Kanzel und sprichst die Worte. Welche Worte? Die Worte, haha, eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Häng ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musik, Weihrauch, öl dich ein für eine schöne Massage. Kurz gesagt, der ganze Kram hilft dir dabei, mehr Glauben zu bekommen und Glaube ist Macht. Ja, genau. So, herstellen, ehrliches Gebet. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet, herstellen, ehrliches Gebet. Eine Reihe berührender Worte. Deine Gemeinde wird mehr Glauben produzieren. Perk Prediger, Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Los. Okay. Flüchtiges Gebiet. Das ist natürlich Leisure. Rede nicht mit mir, rede mit dem Volk. Okay. Beten. Kirchenqualität plus 15, also 15. Predigt wählen, anfertigen. Flüchtiges Gebet. 10 für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Ein paar Worte ohne wahre Inspiration. Funktioniert trotzdem irgendwie. Effekt Glaube mal 2. Gefertigt Tisch, Tisch 2. Anfertigen. Mh.
Möge die Macht mit euch sein. weiß ich nicht, ob das... Ja. Nicht übel, nicht übel. Aber meine Predigten sind viel, viel besser. Glaube plus 3. Da war noch nie jemand Leute da hier. Das also... Naja. Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwie Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Oh, in der Kirchenbibliothek, schon wieder was Neues. Du findest da bestimmt allerlei komisches Zeug. Er hielt sich nämlich für einen Wissenschaftler. Das kannst du alles wegwerfen. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Arbeitstisch, Sammeln, alte Bücher, Perk, Wissensbegier, was... Begieriger, du gräbst tiefer, findest das Wesen der Dinge. Einen Gegenstand zu studieren, verrät dir vielleicht eine Geschichte. Ah, Arbeitstisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich erzähle den Leuten von deiner nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja nächste Woche sogar jemand auf. Wollte schon sagen, da waren auch gar keine Leute. Wie sollen wir da Glauben produzieren? Übrigens ist es als Prior jetzt deine Pflicht, jeden Sonntag eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Ja, natürlich. Natürlich, verkaufen alleine schon. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ha, ich muss jetzt los. Die Luft ist hier zu trocken. Das ist nicht gut für meine Haut. Ja, ein wahrer Gläubiger. So, was können wir hier eigentlich machen? Das heißt, wir müssen eigentlich auch im Prinzip die ganze Kirche neu dekorieren. Achso, guck mal, dafür haben wir ja auch dieses Ding hier. Da können wir nichts machen. Schade eigentlich. Oh, warte mal, da können wir doch was machen, Mann. Bauplätze sind auf jeden Fall hier. Das heißt, wir können wahrscheinlich Kirchenbänke bauen. Oder müssen Kirchenbänke bauen. Was ist das hier? Untersuchung. Hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Na gut. So, da ist noch ein Gang, der nach unten führt. Das muss die Bibliothek eigentlich sein. Heilige. Bauen. Einen Arbeitstisch. Und dafür brauchen wir natürlich wieder einfache Eisenstücke. Und was ist das? Kegelförmige Gefäße. Ach du Scheiße. Ofen 2, Ofen 3. Ach, das kann ja noch dauern, weil wir haben ja noch nicht mal den ersten Ofen. Ach, na toll. Gut, Alchemie. Was ist hier oben noch? Können wir das auseinanderhacken? Okay, sollen wir auseinanderhacken. Dann ist das wahrscheinlich der Tisch hier mit diesen... Dann müssen wir gleich mal gucken. Erstmal schön sauber machen alles hier. Ich sollte die Kirche pimpen. Ja, genau. Das sollte ich auf jeden Fall. Komplexe Eisenstücke. Das noch. Ach, guck mal. Da sind wir also. Das ist also dieses Gewölbe unter der Kirche hier. Oh. Hm. Okay, da brauchen wir halt diese Holzbalken für Eisenstücke und Holzkeile. Mal schön aufräumen hier. Was haben wir da? Studieren, Gegenstand zum Untersuchen wählen. Arbeitstisch. Gegenstand zum Untersuchen wählen. Ja, gut. Eine Axt. Glaube, nenn es Glaube, Inspiration, Selbstvertrauen. Es ist jedenfalls so mächtig wie Geld, gefertigt an Predigen. Untersuchen, aber wir haben ja das Ding nicht. Also bringt uns das gar nichts. Gar nichts bringt uns das. Was ist hier drin? Gar nichts. Okay. Arbeitstisch. Das heißt, wir müssen aber keinen Arbeitstisch craften, wenn ich das richtig sehe, ja? Okay. Gut, oh, was ist das? Von Leiter der königlichen Schatzkammer, wir sind froh, dir zur Kirche, mein Gott, wir sind froh, dir zur Wiedereröffnung der Kirche und des Friedhofs gratulieren zu können. Ja, wir können dir außerdem mitteilen, dass du durch die Verwendung dieser Ländereien zum Subjekt königlicher Legislatur geworden bist. Alle Strukturen auf den Ländereien verbleiben im Besitz der Kirche, ja, natürlich. Alle Ländereien und Gebäude, die nicht tiefer als einen königlichen Sprung und 4 königliche Spuckweiten betragen, gehören laut der uralten Abmachung der königlichen Familie und der Stadt
Durch den Briefkasten hast du den Zugriff auf die Dienstleistungen der königlichen Schatzkammer. Deine Steuern kannst du ebenfalls auf dem Postweg bezahlen, natürlich. Schönen Tag noch und immer dran denken, König Joe der Siebte liebt dich. Ja, da, naja, gut. Was haben wir denn hier? Exhumiertes Erlaubnis, Exhumierungserlaubnis. Kostet 1 Silberling 75. Bürger, rechtmäßiger Bürger, Aristokrat. Bürger? Bürger plus 30. Königliches Siegel, Bauerlaubnis. Ach so, kann man sich halt hochkaufen. Rechtmäßiger Bürger plus Bescheinigung, Passierschein, Handelslizenz, Aristokrat. Aristokratenpapier. Das ist ja schon mal ziemlich ungeil. Gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir mal so Richtung Ofen gehen, dass wir vielleicht da schon mal ein bisschen gucken, dass wir Eisen einschmelzen können. Dass wir mal vernünftige Werkzeuge bauen können und so weiter und so fort. Was können wir hier eigentlich mal bauen? Da könnten wir bauen, für Bärenstrauch Apfelbaum können wir bauen, okay. Achso, nee, das war mit dem Wasser, das brauchen wir jetzt momentan nicht. So, Eisenlager, Ofen, den wollten wir eigentlich haben. Dafür brauche ich nochmal kurz diese Eisenstücke brauche ich noch. Eisenstücke, die muss ich kaufen. Werkbank für Holz. Werkbank für Holz haben wir, glaube ich, schon. Eisenerzlager, das haben wir hier schon gesetzt. Werkbank für Holz. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... diese Eisenstücke. So. Der, jetzt muss ich ja mal kurz gucken, jetzt wird das hier nicht angezeichnet, das ist auch wieder super. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Follow. Hat mir das hier jetzt gerade nicht angezeigt. Doch, da, Cecil. Jetzt zeigt es auch an. Cecil, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß auf diesem Kanal. Ein leeres Beet. Und ein leeres Beet wünsche ich dir auch. So, einmal E-Pflanzen haben wir schon. Brauchen wir nicht. Da, F. So, dann nehmen wir alles mal auf. Einmal. Ja, Weizensamen können wir machen. Und wir brauchen natürlich dann auch Karottensamen. Ich glaube, die sollten wir mit mal als erstes... Was? Wir brauchen 4 Karottensamen? Aber wieder zu wenig für natürlich, ne? Wir können ja gar... Ah, ne, wir brauchen ja 4 Samen, ne? 4 Samen pro Beet. Oh, ne, ey. 4 Samen pro Beet. Was für ein teurer Laden. Na, da müssen wir mal gucken. Was wir jetzt noch alles kaufen müssen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall diese Metall... Den Metallkram müssen wir haben. Wir brauchen die Saaten. Ich würde aber erstmal den Ofen setzen wollen, würde ich mal sagen, weil dann können wir wenigstens vernünftige Werkzeuge bauen. Ich glaube, wir machen erstmal das. Beziehungsweise müssen wir erstmal die Bestattungsurkunde erstmal verkaufen. So, Frau wie nach Hause kommen, handeln möchte ich. Ich möchte die beiden verkaufen. Schwupps, da kriegen wir 3 Silberlinge für. Kaufen tun wir dafür nix. So. Auf Wiedersehen. Mal gucken, ob Mutti mit uns reden will. Und schon wieder. Sei selbstsicher. Ich habe ein paar Fragen. Also wir müssen noch 2 Punkte haben für diese Glaubensdings. Okay. Dafür müssen wir dann aber eine Predigt halten. Mal gucken, ob das noch was wird. So, handeln.
Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisen. Davon brauchen wir mal. Das ist mal schon zu viel. 2 Stück. 3 Stück. Ich kaufe mal 3 Stück. Das können wir verkaufen, macht aber keinen Sinn, weil wir es ja selber brauchen. So, davon haben wir 3 Stück. Davon hätten wir jetzt erstmal. Ich glaube, ich gucke nochmal, ob wir vielleicht 1, 2 Karotten oder sowas mal kaufen können. Kommen wir hier unten lang? Ich glaube, ja. Oder auch nicht. Ja, hier kommen wir nicht rum. Oder kann man hier runterspringen? Das wäre super. Geht natürlich nicht. Hier könnte man vielleicht... Kommen wir hier rum? Ah, hier ist doch wieder so eine Kante. Und eine Leiche ist da.